Hallo und herzlich willkommen zu Transport Fever 2, Folge 46. Auf einem wunderschönen Mittwoch, hoffe ich, starten wir wieder in die Folge rein. Wir hatten, jetzt kurz überlegen, zuletzt hier hinten rumgebaut mit Lebensmitteln, waren wir im Gange. Wir hatten gebaut, viele Fahrzeuge ersetzt. Und jetzt kommt die wichtigste Fahrzeugersetzung für mich. Denn wenn ich es richtig gesehen habe vorhin. Gucken wir mal. Wer bist du? Bist du einer meiner Fahrzeuge? Güterzentrum. Das ist, ja, der macht Baumaschinen, aber egal. Die Fahrzeuge. Warte, wir können ja hier wieder. Wie ich es eben gemacht habe, das ging ja ganz gut. Und nur die Zuglinie bitte. So, Treibstoff ist klar. So, fangen wir an mit den Güterzentren hier. Fahrzeuge verwalten. Auswechseln und jetzt mal kurz gucken. Guckt mal, der hier kann alles, glaube ich. Der Kollege hier. Aber wir gucken nicht nach Zugkraft, wir gucken mal nach Höchstgeschwindigkeit. Da gehört dazu. Weil, wenn ich das richtig sehe, kann er tatsächlich alles fahren, was wir brauchen. Ne, wenn wir uns das mal angucken. Ne, er kann Steine, Maschinen, Werkzeug, das sind also alle Waren hier, die gebraucht werden. Da er das alles kann und 160 fahren kann, wird das jetzt unsere neue Diesellok. Unser neuer Zug. Ich überlege, ob ich hier diese Diesel-Lok nehme. Oder ob wir hier unseren Exoten nehmen. Weil er halt nun mal auch 160 fährt und dadurch halt ziemlich schnell unterwegs sein kann. Aber ich glaube, ich habe Bock mal auf den. Einfach nur mal, weil ich es kann gerade. Ich will es mal ausprobieren. So. Jetzt machen wir hier schön lang. So. Und wechseln ihn aus. Ich meine, schade, dass wir nur dieses eine Modell haben, aber... Gucken wir uns den Zug mal an hier. So, guck mal, Hyundai und Lebensmittel werden hier transportiert. Aber genau deswegen liebe ich diesen Zug, weil der halt alles transportiert, diese Waggons, weil der alles transportieren kann. Foto machen möchte ich gerne davon wieder für die Galerie. So. Ja, wieder hier rein. So, wo haben wir noch richtig viel? Hier Treibstofftransport neu. Den bearbeiten wir nur. Weil er braucht, also jetzt muss ich mich noch mal kurz aufschreiben wieder, damit ich keinen Fehler mache. Wir haben 216 Kapazität und sind 236 Meter lang. Gut,
Dann schmeißen wir hier nämlich die ganzen Waggons raus. Und ersetzen sie durch die. Also Kapazität haben wir schon lange. Oh, fast verdoppelt. Bist du verrückt? Das ist geil. Fast schon ein bisschen OP, das Ding, wa? Muss mal gucken, ob der nicht zu sehr OP ist, das Ganze. Das gefällt mir dann auch wieder nicht. Ach, guck mal, er nimmt jetzt hier schon alles mit, das passt. So. Jetzt gucken wir uns weiterhin die Sachen an, was wir hier noch haben. Die Linien. Die Fahrzeuge verwalten wir. Und auch hier. Mal sehen, ob wir damit besser werden. Alter, 480 Kapazität, jawohl. Das heißt, wir brauchen hier tatsächlich nur diesen einen Zug wahrscheinlich. Den zweiten brauchen wir gar nicht. So, dann können wir mich den zweiten jetzt einfach mal stumpf, wenn er angekommen ist, verkaufen. Weil er doppelt so viel transportiert. Oder müssen wir doppelt so viel transportieren? Ist hier noch so viel über? Geht das? Geht das aus? Läuft das? Ja, könnte man eigentlich, ne? Ja, auch hier könnten wir. So. Nur, dass ich das. Ich muss mal gucken, ob das nicht wirklich tatsächlich ein bisschen zu OP ist, diese Art der Waggons. So, jetzt müssen wir mal angucken, wie die Linie hier doch gleich war, was wir hier gebaut hatten. Wir hatten hier nochmal. Ach so, weil wir, ja, weil Ziegel und Dings nicht zusammenging, hatten wir die so gebaut. Brauche ich die dann hier überhaupt? Nee, ne? Verkaufe ich jetzt erstmal. Naja gut, jetzt sind wir nochmal kurz die kurz mit, das Öl. Geht das dann kurz ab, aber wenn er da angekommen ist, verkaufe ich den ganzen Schund. Ich glaube, die Linie brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben den Treibstofftransport, der ist klar. Wir haben den Einzug, der da nach oben hinfährt. Mit den Ziegelsteinen. Und der kann halt alles andere mitnehmen auf dem Rückweg. Ja, den brauchen wir echt nicht mehr, das ist. Pass auf, die verkaufen wir jetzt einfach beide schnell und dann ist gut. So, dann kommt Treibstofftransport neu auch weg. Zack. Ja. Und dann liegt der ganze Driss nämlich jetzt bei diesem hier. Und da fahren wir schon mit zweien und das sieht gut aus, das läuft. Das machen wir so, das ist absolut sinnvoll so. Optimierung, Optimierung, Optimierung. So soll es sein. So, hier wird noch ein bisschen gefahren. Achso, er fährt auch schon fleißig das Getreide. Hier wird hoffentlich weiterhin fleißig Lebensmittel transportiert, hier in dem Bereich. Wo ist es? In dem Bereich, hier, ne? Ja.
Er transportiert nur 1%. Warum? Nehmt ihr kein? Doch, ihr nehmt doch alle Brot mit, wenn ihr fahrt. Und guck mal, die nehmen doch auch alle ab. Bis auf Schneeberg und Zürich. Weil Zürich noch kein hat. Zürich hat noch gar kein LKW-Anbindung. Also die kriegen noch nichts angeliefert. Das ist natürlich auch schade. Und Schneeberg? Wo sitzt Schneeberg? Heiligenwald fehlen, Lütchenburg. Da ist Schneeberg. Schneeberg kriegt aber hier LKWs. Und da fahren auch LKWs, 3 Stück. Aber die fahren nur Maschinen. Warum fahren die nur Schlüssel? Laden dürfen die aber alles? Warte mal, von wo fährt denn die Linie überhaupt? Ach, von da. Na, ist klar, dann fahren die tatsächlich nur die Werkzeuge. Das ist nicht gut. Dann müssen wir die Linie umbauen. Und du fährst bitte von hier. Und Oberschneeberg wird jetzt abgeschafft. Auf Wiedersehen. Und wird auch gänzlich abgeschafft. So, Wiedersehen. Guck mal hier, Einheitskesselwagen. Ah, an sich hätte ich die ja lieber gerne fahren, aber die sind zu langsam mit 90. Aber die sehen schöner aus. Also im nächsten Schönbauprojekt. Ich muss mal bald wieder ein Schönbauprojekt machen, glaube ich. Guck mal, wie viel der allein hier oben hat, die jetzt dazugekommen sind mit Tempo 9. Ich muss mal gucken, wie schnell der Zug da oben tatsächlich fährt. Das gucken wir uns mal an und wenn er nicht schneller wie 90 wird, wechseln wir doch aus. So. Und jetzt kriegt er nämlich auch geliefert Schneeberg. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir die Terminals hier richtig zuweisen und dann passt das. Ach, guck mal, Schneeberg hat tatsächlich... Alle setzen wir so lange auf die 9. Komm, die 9 ist noch frei. Hier auf die 9. Passt. So, jetzt müssen wir nur mal gucken, wie wir schaffen, dass Zürich so weit außen, wie sie liegen, Güter bekommen. Wo holen wir die Güter für Zürich her? Wir könnten durch Dillenburg durchfahren. Also Autobahn runter, dann durch Dillenburg. Aber das ist assig. Das ist natürlich super mega assig. Wer will schon? Mal gucken, haben wir jetzt hier vielleicht auch hier mal wieder austauschen. Andere Züge, sowas hier zum Beispiel. 136 Passagiere, 136 passen da rein. Ja, wir müssten schon was Deutsches eigentlich nehmen, ne? Hier sowas hier. Sowas hier.
Ja, setzen wir mal durch den. Gucken wir, ob wir hier ein bisschen mehr wegkriegen jetzt. Wir waren immer noch hier durch Dillenburg durchfahren, ist Asi, das will ich eigentlich nicht. Aber Zürich muss Sachen kriegen, das geht gar nicht anders. Wenn wir von Fehlen aus eine Umgehungsstraße bauen, das Ganze hier hinten anliefern. Meine, er ist ja hier auch schon völlig wieder überfordert anscheinend hier in der Ecke. Wir könnten hier trotzdem die Umgehungsstraße bauen, weil die haben wir hier so eine auch gebaut. Dann nach Zürich, das machen wir auch, kommt. So machen wir das auch hier. Umgehungsstraße, eine schöne. In Ampel gesetzt worden? Nein. Weil das will ich nicht, Ampel mag ich nicht. In dem Spiel zumindest. So, da müssten wir bis hierhin erstmal. So. Müssen wir hier rüber. Die Länge reicht. Ja, das sieht gut aus, so eine Standardbrücke. Und jetzt... Ist eine Ampel gesetzt worden, natürlich. So, Ampel aus. So, wo fahren die hier hin? Fahren die hier nach Zürich wählen oder wo fahren die hin? Okay, wenn die hier hinfahren, warum fahren die nicht mit mir? So, und jetzt wollen wir natürlich hier noch in Zürich Abladestellen. Beispiel. Hier. Bei hier kommt Zürich, muss erstmal noch kurz die Erweiterung Nahverkehrs bekommen. Ja, doch zwei haben sie, das passt. Buhland, Erlen, Goethe, da, wieder so zurück. Fertig. Fahrzeuge ändern. Noch mindestens. Oh, Autosave.
Noch mindestens zwei dazu. Das sieht auch schön aus. Super. Und jetzt kriegt er die Cargo-Anlieferung. Ist auf jeden Fall schon mal hier. Und da gucke ich natürlich wie immer, dass wir hier keine Straßen haben, die doppelt belegt sind und so. Ich sage hier nochmal. Kommt er hier nochmal hin und dann sollte das hinhauen. Dann 1, 2, 3, 4. Dann ist das die LKW-Güterversorgung Zürich. Ja, müssen wir noch mal einen anbauen hier. So. So. Passt. Dann haben wir das. Wie sieht's hier aus? Sollten wir vielleicht auch mal auswechseln. Mittlerweile. Und ersetzen Sie auch wieder durch ihn. Oh, hier kann auch der amerikanische Standard fahren. Jetzt gucken wir mal, wie das hier läuft dann. So, hier wird weiter fleißig. Können wir jetzt hier irgendwann auch mal eine neue... Nee. Hier vielleicht neue neue Flughäfen können wir bauen. Sehr schön. Da müssten wir aber alles umbauen hier. Ist das ein Monster, das große Ding. Junge. Aber gut, das könnten wir. Könnten wir. Und dann kriegen wir auf jeden Fall hier mehr geschissen, hätte ich jetzt beinahe gesagt. Aber das sagt man ja so nicht. Ich könnte es mir auf jeden Fall schon mal angucken. Wenn wir unseren Güterflughafen hier unten ändern, unseren Hauptgüterflughafen, muss ich jetzt rechts ratzfatz dann umbauen. Das müsste in einer Rekordgeschwindigkeit passieren. Mal kurz rausscrollen. Wenn ich jetzt ein bisschen eindrehe und hier ransetze, soweit bis daran, wie ich komme. Probieren wir aus, ne? Kurz pausieren. Ne, das machen wir in der nächsten Folge. Naja, nein, das machen wir in der nächsten Folge um. Damit ich ein schönes Motto habe für die Thumbnails, liebe Leute. Ne, erster Großflughafen und so. Dann können wir auch hier so den Flughafen in Großflughafen umbauen in. Und so, ne? Ich hab was gesehen. Oh, sind das schöne Wagen. Aber leider, es ist wieder was für Schönbauprojekt. So leid es mir tut. Das ist leider nicht für hier gedacht, fürchte ich.
Wobei doch, den könnte man, glaube ich, hier. Wir haben jetzt eine Kapazität von 96. Wenn ich jetzt diesen Zug hier. Wo war er denn? Ich hatte doch gerade hier diese wunderschönen Waggons. Sind doch gerade freigeschaltet. Da! Aber die fahren. Die fahren keine Maschinen. Keine Werkzeuge, meine ich. Was fährt denn hier Werkzeug? Du fährst Werkzeug. Oh, guckt euch den an. Ist er nicht wunderschön? Ja, ein bisschen zu lang ist er, ne? Noch ein zu lang. So. So ist, glaube ich, besser. Aber hier, diese Holzschiffe, die können wir jetzt, glaube ich, doch, wir könnten die hier auswechseln, ne? Weil die Schaffhausen dürfte jetzt nicht mehr. Doch immer noch mit 2 km/h die. Aber hier gehen halt einfach mehr rein, ne? Ah. Weil das große Hafen sind. Das sind kleine, ja, nö. Nö, nö. Die vielleicht. Auch der ist nur ein kleiner Hafen hier. Und die sind auch nicht voll ausgeladen. Nee, das lassen wir. Das lohnt sich nicht. So. Was fährt hier noch? Oh. Die müssen wir auch mal auswechseln. Für eine Kapazität haben die 100. Auch das kriegen wir schöner hin. Schon den nehmen, ne? 140 ist halt schon doch deutlich schneller. Und irgendwie ist die Linie hier auch nicht so besonders schön, ne?
Und die fährt auch nur. Alter, hier müssen wir dringend was machen, Leute. Also wir brauchen hier. Hier. Dann fährt er hier oben ran. Fährt hier raus, fährt hier rüber. Fährt hier oben, fährt hier oben. Fährt hier oben. So, Linie 1, Nauen. So, haben wir hier irgendwo in der Nähe ein Fahrzeugdepot? Hier. Auf geht's. Gut. Dann würde ich sagen, wünsche ich euch einen schönen Restmittwoch. Habt vielen Dank fürs Zusehen und in der nächsten Folge bauen wir dann jetzt mal die Flughäfen um, zumindest den Güterflughafen. Also macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bye bye. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch oder ein Abo sehr freuen.